liebe Zuschauer, und willkommen zu einem weiteren Video von unserem Cheat Day. Hallo. Und jetzt gibt's Abendessen und wir haben was Neues gekauft, das wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Und zwar ist es aus dem Edeka. Vielleicht gibt es das auch in anderen Supermärkten. Und das ist von Nordsee. Und wir machen jetzt ein leckeres Backfischbrötchen. Genau. Und zwar wie bei Nordsee. Mit Remouladensoße drin. Und ich wollte sagen, was gekostet hat. Ich habe nämlich den Kassenzettel aufgemacht. Und Salat haben wir noch. Salat haben wir und wir haben heute Morgen extra Brötchen dafür gekauft. 2,99 € hat die Packung gekostet. Das sind... Jetzt hier gehen wir noch. Remouladensoße. Remouladensoße. Oh nee. Und? Es war nicht der Fisch. Zeig mal den Fisch, wie er aussieht. So sieht der aus. Wir haben heute morgens drei Brötchen gekauft. Und die werden wir jetzt noch ein bisschen aufbacken. Und ja, dann... Das gibt es auch in der Kühlung, war das, gell? Das ist auch haltbar noch. Ja, noch 5 Tage wäre das haltbar sonst. Genau, also es hat keine lange Haltbarkeit, weil das natürlich frisch ist. Bis jetzt gleich hält das noch. Bis jetzt, ja, bis bei jetzt uns hält es nicht mehr lang. Ja. Los geht's. Wie machen wir das? Im Backofen oder in der Pfanne? Im Backofen, in der Mikrowelle oder in der Pfanne kann man das machen? In der Mikro nicht. Nee, in der Pfanne würde ich machen. Okay, dann oder? Dann in der Pfanne, anbraten ein bisschen. Ja. Schmeckt immer am besten, oder? Belegt mit der Remouladensoße, Dennis hat die noch mal kross getoastet, weil die von heute Morgen sind, und mit Salat, und da kommt jetzt der Fisch drauf. Oh, der ist schon fast aus der Pfanne gesprungen, ne? Weil die brutscheln immer noch. Ich empfehle übrigens, den Fisch so zu machen in der Pfanne, weil ich glaube, da wird der am krossesten, als in der Mikrowelle würde ich gar nicht machen. Ja. Und wenn, dann höchstens im Backofen, gell? Ja. Wir könnten aber auf die obere Seite, da ist jetzt ja, da müsste auch noch was drauf, auch noch ein bisschen Remouladensoße. Aber die Remouladensoße, da war nicht so viel dabei, ne? Nee. Das hat gerade für eine Brötchenhälfte gereicht, die Remouladensoße. Also da könnte ruhig mehr in der Packung sein. Sollen wir ein bisschen Senf oder was drauf? Wir haben keine Remouladen. Senf? Ja. Oder? Machen Senf drauf. Ketchup. Wir haben uns für Ketchup entschieden. Für Senf. Für gelben Ketchup haben wir uns entschieden. Ne, Quatsch, für Senf. Und jetzt gehen wir raus und dann probieren wir das Ganze mal mit euch zusammen. So, Leute, wir probieren jetzt unser Fischbrötchen. Unser Backfischbrötchen. Da kommt die Remouladensoße drauf. Ich muss ein paar Mal abweichen, bevor ich was sagen kann. Ich muss mal den Fisch so probieren, weil er schmeckt irgendwie. Ich hatte der erste Eindruck, den ich hatte, ist ein Frikadellenbrötchen. Echt? Mhm. Vom Geschmack her. Schmeckt nicht viel nach Fisch. Nee, das stimmt. Aber das ist ein Frikadellenbrötchen. Riecht ohne. Schmeckt ein bisschen fad. Fisch. Ich schmecke wie Fischstäbchen. Fischstäbchen schmecken auch nicht viel nach Fisch. Also für Leute, die nicht gerne Fisch essen, ist das eine Alternative. Fischbrötchen. Mhm. Also es schmeckt nicht. Also ein bisschen fischiger könnte es schmecken, ein bisschen mehr. Es schmeckt nicht so original wie das bei Nordsee. Ne, schmeckt nicht. Obwohl das von der Nordsee-Marke ist eigentlich, gell? Mhm. Mhm. Und man muss sagen, was ich finde, gut, Fisch ist nicht günstig. Aber das hat jetzt 2,99 € gekostet, plus wir haben heute Morgen beim Bäcker Brötchen geholt. Was kosten die? Keine Ahnung. Also wir sind hier pro Brötchen auch bei 2 € sozusagen, ne? Mal den Salat kannst du ja nicht rechnen. Aber das sind jetzt schon 2 €. Da könnte man jetzt zum Beispiel 30 auch... 30 Cent kostet ein Brötchen, ja. Beim Bäcker. Ja, dann sind wir ungefähr bei 2 €. Ja. Dann finde ich aber, dann könnte man das ja auch fast dann da holen. Also man hat mehr davon, wenn man es nicht selber machen muss. Man muss es ja noch selber machen. Vorausgesetzt,
Man hat eine Notte um die Ecke. Ja, aber könnte man jetzt auch Fischstäbchen einfach auf Brötchen machen, günstiger. Die haben, glaube ich, noch ein bisschen mehr Geschmack. Okay. Mein Eklo. Wir essen das jetzt trotzdem. Unser Fazit aber, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt doch nicht so ganz, finde ich. Man könnte dann eher einfach sich ein Fischstäbchenbrötchen machen oder ein, keine Ahnung. Lachsbrötchen. Lachsbrötchen, das stimmt. Schmeckt auch sehr gut. Ja. Genau. Und damit beenden wir das Video. Und noch guten Appetit für uns. Tschüss.